Kai Alsleben ist stellvertretender Vorsitzender des in Gründung befindlichen Kultur- und Veranstaltungsvereines Mansfeld-Südharz. Mit einem Plakat im Gepäck besuchte er unlängst das Punktumstudio. Natürlich bekam das Plakat seinen Platz im Eingangsbereich und es war Gelegenheit, ihn zu fragen, wie man denn gerade in diesen Zeiten auf die Idee kommt, einen Verein zu gründen und sich ehrenamtlich zu engagieren. Ja, die Idee, den Verein zu gründen, die ergab sich eigentlich vor's Jahr im Sommer, Anfang September, als wir in Polheim ein Open-Air-Konzert veranstaltet haben, auch mit mehreren Bands. Im Endeffekt waren das die gleichen Leute, die jetzt heutzutage auch Mitglieder im Verein sind. Und wir hatten dann gesagt, okay, wenn wir das schon machen und wir hatten auch so viel Spaß an der ganzen Geschichte, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das nur ein kleines bisschen auf gesicherten Boden stellen und haben uns gedacht, lass uns hier einen Verein gründen, auch mit der Maßgabe, die ganze Kulturlandschaft in der Region Mansfeld-Südharz und drumherum ein bisschen zu stärken. Ja, was wollen wir erreichen mit unserem Verein? Erreichen wollen wir, dass gerade die Kulturlandschaft und auch Veranstaltungslandschaft ein bisschen wieder Aufschwung erhält. In Zeiten von Corona und Co., Kriegen und so weiter, mittlerweile sieht es so aus, als ob alles so ein bisschen einschläft und wir wollen genau da entgegenwirken. Letztendlich haben wir gesehen in der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, dass gerade in diesen Zeiten Ängste vorhanden sind, Veranstaltungen und auch Kulturszene wieder irgendwo ein bisschen Schwung zu verleihen, sei es finanzieller Art, sei es um Hygienekonzepte herum, weil man nicht weiß, was darf man, was darf man nicht und so weiter. Und da wollen wir ansetzen, selbst was auf die Beine stellen und natürlich auch Hauptaugenmerk soll sein, anderen Vereinen hier unterstützend unter die Arme zu greifen. Am 26. März startete der Veranstaltungstag in Polleben in der St. Stephanuskirche mit einem Familienprogramm und der Friedensandacht, bevor zu einem bunten Programm in die Turnhalle eingeladen wurde. Gleich am Corona-konformen Empfang befand sich das große Spendengefäß für die Opfer des Krieges in der Ukraine, das von den wirklich zahlreichen Besuchern gut gefüllt wurde. Für Speis und Trank war gesorgt und als erste wandte sich Pfarrerin Anna Binder an die Anwesenden und gab ihrer Freude Ausdruck, dass ihre Friedensandacht so unkompliziert in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Veranstaltungsverein Mansfeld-Südharz hier in der Turnhalle seine Fortsetzung fand. Dann begrüßte der Vereinsvorsitzende Pierre Kosjura die Anwesenden und Mitwirkenden. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei allen Sponsoren, die das überhaupt möglich gemacht haben, dass wir heute hier zusammen sitzen können. Einen riesengroßen Dank als allererstes erstmal an die Bands, die noch nicht alle da sind. Ja? Nee, sind noch nicht alle verkauft, sind alle gut. Dann erstmal einen riesengroßen Dank an unsere Dance Devils, an unser DJ-Team. Einen großen Dank an allen Mitgliedern des Kultur- und Veranstaltungsvereins und natürlich auch einen riesengroßen Dank an Sie, dass Sie hier sind, dass Sie uns unterstützen, dass wir ein Zeichen setzen und Solidarität zeigen. Zunächst kündigte Sandra Altleben ihre Dance Devils an, die sich zur aktuellen Situation ihre eigenen Gedanken gemacht haben. Liebe Gäste, liebe Veranstalter, wir freuen uns, dass wir heute zu diesem besonderen Anlass unsere Unterstützung zeigen können. Mit ein paar Worten möchten wir Ihnen erzählen, was uns zurzeit beschäftigt und was wir uns momentan wünschen. Die momentane Situation in der Ukraine beschäftigt uns sehr und bereitet uns große Sorgen und schafft Ängste. Ich habe Angst, dass der Krieg auch nach Deutschland kommt und mein Papa auch kämpfen muss. Ich habe Angst, dass Bomben auch auf uns fallen könnten, wenn wir angegriffen werden sollten und es dadurch auch hier Verletzte gibt. Sie äußerten noch mehr Ängste und Befürchtungen, bevor sie zeigten, was sie tänzerisch drauf haben. Thank you.
Allerkleinsten hatten ihre Auftrittspremiere. Und nicht unerwähnt bleiben soll die Band um Philipp Schmidt, Pafloma, Polylux und das DJ-Team Magic Sound, die alle ihren Beitrag leisteten, diesen Benefiztag in Polleben zu einem großen Erfolg zu machen, von dem wir uns mit einigen Bildern von den Dance Devils in großer Besetzung verabschieden wollen. Dust yourself off and back in the shower.